Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil Revelations 2. Wir spielen hier gerade die Extra-Kampagne. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Eine kleine Lady, eine kleine Miss. Little Miss heißt es auf Englisch. Eine kleine Frau, so heißt es auf Deutsch. Und suchen Lotti mit Natalia. Natalia ist aus ihrem Kyroschlaf aufgewacht. Und sieht sich plötzlich mit der schwarzen Natalia konfrontiert. Diese können wir durch die Gegend scheuchen irgendwie so ein bisschen. Hat sich nicht als böse geoutet, ist nur ein bisschen überheblich und eine blöde Kuh. Aber hilft uns irgendwie weiter, Lotti zu finden. Und da machen wir jetzt direkt weiter. Wenn denn der Ladebildschirm irgendwann verschwindet. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich erwähne dabei gerne, dass dieses Spiel auf einer SSD liegt. Und es trotzdem so lange zum Laden braucht. Liebe Natalia, ich bin in einem Tunnel unter dem Dorf gefangen. Ich kann meine Beine nicht fühlen. Ich lieg wohl im Sterben. Warum hast du mich so? Oh oh. Das klingt nicht gut. Vielleicht solltest du Abschied von ihr nehmen. Niemals! Sie war immer für mich da. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Ich war hier. Und da war jemand mit mir hier. Vergiss die Vergangenheit. Konzentrier dich aufs Jetzt. Die schwarze Natalia ist wirklich nicht nett zu uns. Und hier wurden wir damals weggefangen. Von den Typen von TerraSafe. Wie hieß er denn gleich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall läuft da drüben ein Monster. Da geht's ja aber auch nur weiter zum... Hey, hey, hey. Kein Quatsch hier. Da drüben ist noch ein Monster. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir in das Dorf zurück oder... Naja, einen anderen Weg wird es nicht geben, ne? Wir sind ja damals durch dieses Haus hier gegangen, sind aus der Tür hier rausgekommen. Beziehungsweise ist Natalia hier durchgekrabbelt. Aber da kommen wir nicht zurück. Da ist eine Brandflasche. Oder eine Köderflasche oder irgend sowas. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Eine hey, Rauchflasche. Schau dir das an. Wofür ist das? Man kann sich damit vor Monstern verstecken. Also genau das, was wir jetzt brauchen. Ich möchte da vorne lang. Es ist jetzt sinnvoll, das Monster einzunebeln und unseren Weg einzunebeln. Ich würde sagen, wir nebeln das Monster ein. Sehr schön. Und da kommen wir nicht durch. Super. Ich hoffe, die Flasche hält noch lang genug, um hier durchzukommen. Na, der Nebel wird dünner. Na, sah nur so aus. Und dann gehen wir hier durch die Tür. Ja, von den Flaschen hätte ich gern noch ein paar. Ja, wir gucken erstmal mit der schwarzen Natalia. Da drüben ist ein Monster. Und ich weiß nicht, durch welche Tür ich muss. Natalia kann die Türen nicht aufmachen, also die schwarze Natalia. Lotti wusste immer, was zu tun war. Aber du hast jetzt mich. Du kannst mir vertrauen. Du bist aber böse. Ich mag dich nicht. So, diese Tür mit dem Monster dahinter können wir öffnen. Können aber auch die anderen Türen hier öffnen. Und nehmen erstmal eine Rauchflasche mit. Das ist sehr gut. Auch interessant, wie sie die Türen öffnet. So halb im Hocken und einfach nur aufschieben. So, da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zu dem Monster. Ich verstecke mich erstmal an der Seite. Jetzt gucken.
nicht in unsere Richtung. Und wir müssen durch diese Tür. Das heißt, wir müssen da wieder mit einer Rauchflasche vorbei. Aber das sollten wir hinkriegen. Natalia, nicht einatmen. Das Zeug ist giftig. Oh. Da werden wir direkt begrüßt an der Seite. Das ist nur der eine hier. Wo muss man lang? Wir müssen hier durch wahrscheinlich. Entweder hier durch oder da durch. Aber das Vieh scheint hier rumzugehen. So, dass wir jetzt eigentlich schon hinters Auto könnten mit Natalia. Aber ich weiß nicht, ob er nicht gleich nach links guckt und wir dadurch sterben. Ja, er hat relativ schnell nach links geguckt. Ich weiß nicht, ob man dafür noch eine Rauchflasche opfern. Jetzt hängt er da fest, oder wie? Hm, Hallöchen. Du bist ja auch ein Hübscher. Ob du eine Frau so findest? Ich glaube ja nicht. So, er läuft jetzt hier einmal im Kreis. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es ja vielleicht über den Weg hier. Aber hier können wir uns halt gar nicht verstecken. Und ich weiß nicht, ob er uns hier sehen würde, wenn wir jetzt hier einfach so lang gehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach hinters Auto. Genau, das hat gut geklappt. Wir bleiben hier hinter, bis er sich wieder dreht. Und gehen dann weiter. Doch gut, dass Natalia so klein ist. Es ist halt eine kleine Frau. Da hängt er wieder ein bisschen. Und dann können wir weiter. Die Treppe hoch. Die gute Lotti finden. Das ist unser Ziel. Sie muss ihr Plüschtier aber echt lieben, wenn sie sich hier durch so eine Monsterhorden begibt, nur um ihren Teddybären zu finden. Bevor Lotti da war, hatte ich solche Angst. Schon gut, wir suchen weiter, aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. Das überlass bitte mir, diese Wahl. Wow. Hallöchen. Du stehst hier einfach so rum. An dir kommen wir auch nicht vorbei. Die Tür könnten wir öffnen. Wir müssen dann da lang weiter. Da unten sind noch zwei. Aber er bewegt sich hier nicht weg. Wir können höchstens probieren, durch die Tür hier nochmal zu gucken. Vielleicht gibt es hier ja noch eine Rauchflasche. Ach, hier können wir runter. Wollen wir hier runter? Ja, wir wollen hier runter. Oh oh. Na super. Das war nicht so, wie ich das gedacht hatte. Ich hätte jetzt auch gar nicht weggekonnt. Hm, ist das der bessere Weg? Rote Eiterböllen auf dem Boden können sie... Hatte ich solche Angst. Ich glaube nicht, dass wir gerade mit Moira Lampen benutzen können. Aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. So, wie machen wir das jetzt am besten? Schick mal die Schwarze hier durch. Wo würden wir hier rauskommen? Das ist ja... Hier geht's wieder hoch. Die Werkbank. Hm. Und wenn wir erst in die andere Richtung gehen? Er läuft hier rum. Er guckt sowieso die ganze Zeit Richtung Tür. Und da ist eine Rauchflasche. Und die Rauchflasche können wir mitnehmen, wenn wir über die Treppe kommen.
gut, also ist das definitiv eine Abkürzung. Von wo fallen wir hier runter? Wir fallen von da oben runter. Das heißt, jetzt wäre die Chance, mit Natalia nachzugehen. Komm. Und wenn wir jetzt... Uiuiui. Schnell die Flasche hier schnappen. Mann. Ich wollte sie gerade werfen. Verdammt. Du bist echt erledigt. Ja, das sind wir. Obwohl die so langsam gehen, dass Natalia da eigentlich auch weglaufen könnte. Bevor Lottie da war, hatte ich solche Angst. Schon gut. Wir suchen weiter. Aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. So, gucken nochmal mit der schwarzen vorher. Ich will immer sagen mit der schwarzen Lotti, aber es ist ja Quatsch. So, da wären wir uns nämlich dran gewesen, wenn wir gleich mit Natalia gesprungen wären. Aber da hat er uns noch gesehen, ne? Schade. Ich hatte gehofft, wir kommen da jetzt durch. So, jetzt können wir aber nachziehen. Komm, spring. Und dann schnell hinterher. Okay. Vielleicht sollte ich erst die Flasche werfen. Mann. Jetzt wird's langsam doof. Bevor Lottie da war, hatte ich solche Angst. Naja. Schon gut. Wir suchen weiter. Beim dritten Mal klappt's ja immer, oder? Du bist jetzt stärker. So, schwarze Natalia, bitte einmal den Weg auskundschaften. Kannst du nicht auch einfach die Flasche mitnehmen für uns? Nein, kann sie nicht. Gut, ich würde sagen, wir werfen die Flasche jetzt einfach vorher hier zu ihm, so dass wir durch die Tür kommen. So, bitte einmal wechseln. Ich hoffe, die Flasche hält nur lang genug, dass wir da vorbeikommen. Ja, das sieht gut aus. Das schaffen wir jetzt. Sehr schön. Schade. Zweimal erwischt. Und da ist die Tür. So, schwarze Natalia, kannst du hier bitte nochmal gucken? Da drüben ist nämlich einer. Und hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Und er... Guckt er in unsere Richtung? Er guckt nur den Gang entlang, ne? Er bewegt sich auch nicht. Wir kommen da nicht lang, wir kommen nur hier lang. Aber hier kommen wir auch nicht wirklich lang. Ist alles zugebaut. Okay. Wo müssen wir lang? Hm. Das ist ja unschön. Müssen wir durchs Fenster krabbeln? Oder den Schalter hier drücken? Nee, das kann doch nicht sein. Hier ist nichts zum Schalter drücken. Wir können da nicht hoch. Hier war gerade irgendwas. Die
Schublade können wir aufmachen, wo nichts drin ist. Wir müssen doch hier irgendwie rüberkommen. Das verstehe ich nicht. Oder müssen wir doch wieder unten lang? Nee, das kann nicht sein. Wir müssen da drüben lang. Gibt es hier irgendwo noch... Gibt es hier drüben einen Weg, den ich nur noch nicht gesehen habe? Hier gibt es auch nochmal eine Schublade. Nein, wir können doch da unten nicht lang müssen. Das ist doch Quatsch. Das mag ich nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Natalia, kannst du hier nicht irgendwo durchgehen? Na super. Erwischt. Aber der kommt doch gar nicht rein zu uns, Natalia. Du bist echt erledigt. Oh, das ist doch doof. Bevor Lotti da war. Nochmal alles. Super. Schon gut. Wir suchen weiter. Aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. Ah, die Ecke klappt super, ja. Ach, das ist ja eher hier vor dem Gang. Das heißt, wir hätten da unten... Ach, wir hätten da unten gar nicht lang gemusst, oder wie? Müssen wir hier einfach nur durch die Tür? Hm, na, das ist ja super. Das heißt, wir hätten hier unten gar nicht lang gemusst. Gibt es hier einen anderen Weg? Ja, da lang. Wir sind durch die falsche Tür gegangen. Oder wie? Oder wer? Nee. Wir sind ja hier durch, aber das bringt uns ja nichts. Und ein Brief war da auch nicht. Ich bin orientierungslos. Wir haben uns doch jetzt extra hier vorbeigekämpft. Zwei Versuche hier durchzukommen, um festzustellen, dass es der falsche Weg ist. Na, super. So, jetzt bleibt aber die Frage, ist denn der Weg, wenn wir hier einfach gerade durch an ihm vorbeigehen, der richtige? Weil da ist nichts drinne. Das heißt, wir können doch eigentlich nur hier lang. Ja, aber wir müssen... Er guckt uns ja direkt an, ja? Das heißt, wir müssen die Flasche direkt hier vorne hinwerfen. Aber selbst dann kommen wir doch nicht an ihm vorbei. Selbst dann müssen wir unten lang. Das heißt, wir müssen eigentlich hier unten lang. Wir müssen da gar nicht hoch. Wir müssen hier raus. Okay. Und die Flasche mitnehmen nach Möglichkeit. Wenn wir an dem da vorbeikommen, ohne dass er uns sieht. Na, ob wir das hinkriegen? Ja, eine S-Wertung wird das definitiv nicht. So, wo waren wir? Natalia ist hier schon wieder zurückgelaufen, was ich gar nicht wollte. Wir fallen da oben, fallen wir runter. So, das Monster ist jetzt da. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt springen, dürfte es uns nicht sehen. Lassen wir die Flasche liegen oder trauen wir uns? Ach, er guckt da doch links und rechts rüber, ja. Wir nehmen die Flasche mit. Wir nehmen die Flasche nicht mit. So eine Schande. Ja, das ist langsam wirklich eine Schande.
Mann, das hat beim ersten Mal geklappt. Bevor Lotti da war, hatte ich solche Angst. Schon gut. Wir suchen weiter. Aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. Das ist alles Ansichtssache, Natalia. Hallo. Mach mal hin. So, jetzt kommen wir hinterher. Und jetzt gehen wir den normalen Weg, ohne die Flasche zu holen. Wir müssen doch hier irgendwie durchkommen. Es ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal, dass die uns erwischt haben. So, und jetzt schön vorsichtig. Geht's hier raus. Und da unten wartet gleich der nächste auf uns. Na, nicht umdrehen. Guck nicht zu uns. Na, er guckt zu uns. Warum drehst du dich nicht in die andere Ecke um? Super. So eine Schande. Eieiei. Ich glaube, das kriegen wir hier nie durch. Okay, wir müssen also gleich, wenn er seinen ersten Durchgang macht. Wir können uns da unten aber auch nicht verstecken. Wir müssen ja... Wir müssen wirklich bis zu den Kisten kommen. Na. Ah. Geklappt. So, wo müssen wir weiter? Wir müssen durch den Bus wahrscheinlich, oder? Wir kommen doch hier sicherlich wieder nicht durch, oder? Doch, wir kommen da durch. Komm, lauf, Natalia, lauf. Da geht's nicht raus. Da geht's raus. Sieht er uns hier, der andere? Nein. Er sieht uns nicht. Gut, dann gehen wir erstmal mit der anderen Natalia vor. Wenn wir denn dürfen. Er guckt da lang. Wenn er da lang guckt, können wir uns ja hier hinten lang verziehen. In der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. So, kannst du hier bitte nochmal übernehmen? Da hinten ist nichts, nein. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht unsere... Oh, da steht noch einer. Unsere letzte Flasche opfern. Ich glaube, wir müssen da unten durch. Würde ich jetzt vermuten. Wir können hier nicht den direkten Weg nehmen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Wie ist sein Blickwinkel? Ja? Sieht er uns, wenn wir da hinten langlaufen? Und er sieht uns definitiv. Egal, wie wir hier so rumlaufen. Das heißt, wir müssen hier bis nach ganz hinten die Flasche werfen und dann rum. Gut. Aber halt. Wenn wir bis hier laufen, dann sieht er uns. Das ist doch doof. Das ist doch echt doof. Ja, wir müssen es einfach so machen. Wir haben gar keine Wahl. Wir haben gar keine Wahl. Wir können jetzt einfach nur hoffen,
dass das Spiel nicht ganz so böse zu uns ist. Und das einfach weit genug weg ist. So, die Flasche bitte dahin. Und dann laufen wir hier durch. Oh, ich hoffe jetzt bloß nicht, denen entgegenzulaufen, weil ich selber nichts sehe. Da ist das Gitter. Genau, krabble durch, Natalia, schnell. Sehr gut. Und da ist schon das nächste Monster. So, wie sieht denn die Lage hier aus? Haben wir hier irgendwo Flaschen versteckt? Nein, wir haben keine Flaschen mehr. Wir haben nur diese eine Lagerhalle. Da unten ist noch ein Monster. Also wir sind bei Weitem noch nicht fertig. Wir können auch oben lang gehen, okay. Da ist eine Flasche. Aber es bringt uns ja nichts, hier oben mit der anderen Natalia lang zu gehen. Wir müssen ihm eigentlich hinterherlaufen. Uns die Flasche schnappen. Und dann durch die Tür. Die Tür war auch da hinten, ne? Da, ja. Gut, das heißt, wir können jetzt mit der anderen Natalia hinterher. Und wir sollten jetzt so schnell sein, dass er uns nicht sieht. Bitte nicht umdrehen. Und hier geht's raus. Gibt's hier noch weitere Monster? Ich höre erstmal nichts. Das ist ja aber kein Garant für nix. Da kommt erstmal keins. Da unten steht einer. Der läuft seine Patrouille da. Aber wir können den Gang hier erstmal unbeschadet weitergehen. Nicht umdrehen. Boah, schnell, schnell, schnell. Und durch, ja, komm. Komm, Natalia, lauf. Müssen wir da hoch? Schwarze Natalia? Ist hier noch ein Monster? Ja, hier ganz oben steht ein Monster und lässt uns auch gar nicht vorbei. Gut, das heißt, wir gehen durch die Tür. Wieder erwartet uns da einer. Da steht noch eine Rauchflasche. Und er scheint hier völlig alleine zu sein. Ja, er dreht da relativ schnell um. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wenn er hier ist, wir bis zur Flasche kommen. Wir müssen aber da durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, das wird doch sowieso nur wieder was mit einer Rauchflasche. So, wir müssen jetzt eigentlich schon hinterher. Ich glaube, eigentlich haben wir das Fenster schon verpasst, oder? Ja.
ist zu langsam. Er hätte ruhig mal 2-3 Meter weiter gehen können. So, und jetzt die Flasche holen. Oh, oh, oh. Gut, das habe ich nicht erwartet, dass das jetzt so funktioniert. Aber wir sind durch. Was, wenn Lottie der Grund deiner Einsamkeit ist? Was, wenn keiner bei dir sein will, weil du ein dummes Mädchen bist, das dumme Teddys liebt? Ich weiß, dass sie nur ein Teddybär ist, aber ich habe sie schon so lange, dass ich... Sie ist das Einzige in meinem Leben, das gut ist. Die schwarze Natalia ist echt einfach nur böse zu uns. So, der scheint ja noch viel kürzeren Laufradius zu haben. Der sieht doch richtig gut aus. Damit würde ich mal zum Arzt gehen, Kollege. So, da hinten steht noch einer. Der natürlich die Tür bewacht, wo wir durch müssen. Das heißt, wir brauchen da eine Flasche. Wie sollen wir das denn machen? Können wir uns hier einfach an ihm vorbeischlängeln, ohne dass er uns bemerkt? Und an ihm hier kommen wir doch auch nicht einfach so vorbei. Wir können hier hinten lang gehen, ja. Wir müssen uns hier wahrscheinlich von Kiste zu Kiste hangeln. So müssen wir das machen. So kann das was werden. Jetzt sehe ich ihn nur nicht mehr. Jawohl, da hat er uns noch gesehen. Aber ich dachte, das Gebüsch ist dafür da, dass wir uns da verstecken können. Bewusstsein verloren. Schade, schade, schade. Was, wenn Lottie der Grund deiner Einsamkeit ist? Was, wenn keiner bei dir sein will, weil du ein dummes Mädchen bist, das dumme Teddys liebt? Ich weiß, dass sie nur ein Teddybär ist, aber ich habe sie schon so lange, dass ich... Sie ist das Einzige in meinem Leben, das gut ist. Ich traue mich auch nicht mehr, als eine Kiste zu überspringen, weil er dreht sich echt schnell um. Und wie wir ja gerade gesehen haben, sieht er uns auch noch, wenn wir da hinten sind. Würde ich ja am liebsten wieder mit der schwarzen Natalia nochmal vorlaufen. Genau, so, jetzt sind wir durch. Und hier ist eine Rauchflasche. Ich sehe nichts. Durch. Gott sei Dank. Eieiei. Wie weit geht das denn noch?
so dunkel hier. Na und? Ein bisschen Dunkelheit hält dich nicht auf. Weißt du, Natalia? Was du brauchst, ist ein echter Freund. Ich hab einen. Mr. Fischer. Er hat mir Lottie gegeben, als er mich in Terracrecia gerettet hat. Aber er ist weg. Und bald ist auch Lottie weg. Ich bin alles, was dir bleibt. Nein! Ich hab sie gesehen! Hab ich doch. Oder hab ich nur geschlafen? Nein, Lottie gibt's. Lottie lässt uns ja Briefe da. Sieh! Noch ein Brief von Lottie! Ui, ui, ui. Das wird, glaube ich, eine sehr lange Folge gewesen sein. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Resident.